etwas improvisieren, heute ohne Mikrofon, aber wir sind ja alle lautstark. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel 1. FC Hainingen gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen. Von der Presse anwesend ist Herr Stettner von der Filter Zeitung und der Herr Munz von der NWZ. Kurz vorneweg die Ergebnisse von den anderen Spielplätzen, soweit sie uns vorliegen. Gestern spielte schon Tabellenführer Rudesheim gegen Hollenbach 1:1. Heute Essingen, Wangen 3:0. Laupheim, Dorfmerkingen 0:3. Sindelfingen gegen Neckarems 4:0. Hainingen, Calcio haben wir gesehen, 2:1. TSG Tübingen gegen Ehingen Süd 0:5. Das Ergebnis von Albstadt gegen Löchgau liegt uns leider noch nicht vor. Deshalb können wir auch noch keine Tabelle verlesen. Für den FC Hainingen wird sich tabellenmäßig nichts geändert haben. Wir bleiben nach wie vor auf dem 7. Platz, denn die Mannschaften vor uns haben alle gewonnen. So, dann kommen wir gleich zu unseren Trainern. Wie es Usus ist bei uns, hat das erste Wort der Gast. Ich darf vorstellen, den Trainer Herrn Francesco Di Frisco aus Echterdingen. Herr Di Frisco, wie ist Ihre Meinung zum Spiel? Erstmal vielen Dank, dass ihr alle da seid. Das Spiel ist, sage ich mal, war sehr zweikampfbetont. Die Haininger haben die erste Halbzeit mehr Zweikampfhärte gehabt gegenüber uns. Die waren mehr Laufbereitschaft gegenüber meine Jungs. Nach 90 Sekunden hat Hainingen 1:0 geführt durch einen individuellen Fehler, den wir eigentlich unseren Jungs verboten haben oder auch in der Vergangenheit oft verbieten, den Pass ins Zentrum, gerade wenn der Sechser umzingelt ist von drei gelben Gegenspieler. Das haben die Haininger sehr gut ausgenutzt, knallhart vorm Tor uns bestraft, verdient mit 1:0, zur Halbzeitpause gegangen. Wir haben in der Halbzeit, glaube ich, 40 Minuten zugeschaut, wie die Haininger den Ball zirkulieren lassen, wie die Zweikämpfe gewonnen haben, in gewissen Spielsituationen uns gedoppelt haben. Da waren wir eigentlich mit 11 Mann Zuschauer und nicht Gegner von FC Hainingen. Die letzten 5 Minuten in der ersten Halbzeit waren wir dann auf dem Platz. Da wurden wir auch gleich zweimal torgefährlich. Man hat dann auch gesehen, dass wenn wir spielen wollen, dass wir eine sehr, sehr gute Truppe haben, sehr, sehr giftige Jungs hatten. Aber auch da hat der letzte Wille gefehlt, um noch das 1:1 zu erzielen vor der Halbzeit. Wir haben die Jungs in der Halbzeit nochmal heiß gemacht, denen klar gemacht, dass wir jetzt mitspielen sollen, weil sonst gehen wir hier unter. Das haben wir dann, denke ich mal, in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht. Wir haben Paroli den Haininger geboten. Wir waren aggressiver gegenüber der ersten Halbzeit, hatten dann ganz klare Tormöglichkeiten. Ich denke mal, Hainingen kam dann zweimal nur vorm Tor, einmal mit dem Benny, den muss er eigentlich machen, weil dann war er 6 Meter vorm Tor und mit seiner Klasse muss er das 2:0 da und dann ist der Sack zu. Dadurch kamen wir wieder noch zurück ins Spiel, die Möglichkeit konnten meine Jungs nicht ausnutzen. Es gab dann eine brenzlige Situation, da will ich auch den Schiedsrichter irgendwie auch nicht zu nahe treten, aber ich denke mal, da waren viele Kollegen von Hainingen an meiner Seite und sagten dann, Trainer, Sie haben recht, das ist 11 Meter, aber das bringt mich auch nicht weiter. Nach 90 Minuten steht es 2:1, verdient verloren, und da kann ich nur Dennis Gratulation zu den 3 Punkten mitteilen. Dankeschön, Francesco. Ich denke, das war ein gutes Statement, auch wenn ich nach meiner Meinung noch ein paar Chancenverhältnisse gesehen habe, die Sie jetzt verständlicherweise unterschlagen haben. Aber das wird uns Dennis erzählen. Dennis,
Was sagst du zum Spiel? Charmant wie immer, gell? Ja, hallo erstmal zusammen. Gut, wir wussten, dass mit Calcio ein sehr, sehr spielstarker Gegner auf uns zukommt. Wir wollten den Jungs gleich die Lust am Fußball nehmen. Ich denke, das ist uns in der ersten Halbzeit sensationell gelungen. Wir haben sehr, sehr viele Balleroberungen gehabt, sehr gut die Bälle geklaut und zielstrebig nach vorne gespielt. Haben es versäumt, leider dann relativ nach dem schnellen 1-0 das 2-0 nachzulegen und haben so gut wie auf eine Situation, glaube ich, in der ersten Halbzeit nichts zugelassen. Ja, jetzt kann man sagen, trainieren wir nächste Woche im Training Torschuss etc. Würde ich jetzt nicht sagen, war einfach ein bisschen Unvermögen dabei. Trotz alledem erstmal, dass wir uns die Chance so erarbeitet haben, ist schon mal ein riesen Fortschritt oder richtig gut von den Jungs. Dann in der zweiten Halbzeit war halt wichtig, dass wir gleich die erste Viertelstunde dagegen halten und schauen, dass wir das so weiter das Spiel durchziehen, also unser Spiel durchziehen mit einer gewissen Zweikampfpräsenz und Härte. Das haben wir fast geschafft, wobei dann auch Calcio zwei, dreimal über den linken Flügel durchgebrochen ist, dann auch ja, das Tor nicht gemacht hat, wir aber trotzdem auch unsere Torchancen hatten. Aber trotzdem für mich war wichtig zu sehen, dass sich alle Jungs wieder reinschmeißen, dass wir von 1 bis 18 auf der Bank, dass wir alle den Sieg wollten. Und das hat man heute wieder einfach gesehen. Jeder war laufbereit, jeder wollte, jeder hat um jeden Meter gefightet, jeder hat in einer gewissen Situation auch den anderen gepusht. Und nur so geht's für uns, das wissen wir. Das wird schwer, die Rückrunde durchzuziehen, aber ich denke, wenn jeder so weiter dranbleibt, und davon bin ich überzeugt, wir haben so einen Riesenschritt gemacht in der Entwicklung, können wir da positiv in die Zukunft schauen. Danke. Danke, Dennis. Das war natürlich wieder ein Statement, wie es sich nach einem Sieg gehört. Ich denke, man kann dir und deiner Mannschaft wirklich nur gratulieren zu dieser Leistung heute. Vielleicht noch eine kleine Geschichte, die nur der Fußball so schreibt. Unser Team Roos heute in seinem ersten Pflichtspiel für den FC Heiningen macht mit seiner ersten Ballberührung gleich ein Tor. Das ist ja, dann kommen wir zur Presse. Ich darf bitten, zuerst die Gäste von der Fielder Zeitung. Herr Stettner, haben Sie Fragen an die Trainer? Danke, nein. Keine Fragen, dann ist das schnell erledigt. Dann unser Markus Mutz, Fragen von der NWZ. Oh, vielleicht ganz kurz, Dennis. Da fiel wieder das 2-1 kurz vor Schluss und dann gab es noch einen Freistoß für Calcio. Hast du da kurz das Déjà-vu gehabt? Vorhin hast du eine kurze Sorge gehabt, dass er da reingeht. Ja gut, locker war ich dann nicht mehr beim Freistoß. Nee, weil wir kennen es von der Hinrunde auch. Also klar, gute Freistoßschütze, dann auch nochmal geile Position eigentlich. Gut, dass er ihn flach unter die Mauer setzen möchte und Gott sei Dank so der Marius abfangen kann, passt. Nee, aber natürlich war es jetzt im Nachhinein ganz, ganz ärgerlich gewesen, wenn du da noch das Tor fängst, aber ja. Ja, ich glaube, der Dennis war nicht der Einzige, der da ein Déjà-vu hatte. Aber Geschichte wiederholt sich doch selten. Das kennt man auch andernorts. So kam es, wie es kommen sollte, musste und wie wir uns es gewünscht haben. Dann darf ich zum Abschluss noch auf nächsten Sonntag hinweisen. Da haben wir das erste Auswärtsspiel in dieser Saison. Und zwar in Löchgau am Sonntag um 16 Uhr. Es gibt bestimmt auch Mitfahrgelegenheit. Werden Sie bei uns auf der Homepage immer bestens informiert. Einfach draufklicken. Dann bedanke ich mich für Ihr Interesse. Trinkt noch ein Bierchen miteinander. Wir haben jeden Anlass dazu heute. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.